So, Freunde der Nacht. Wir rennen hier nicht einfach nur so rum. Diesmal nicht mehr dem normalen Weg der Story folgen. Ich möchte euch gerne mal diese kleinen Mini-Spielchen zeigen, die man hier machen kann. Diese Trips. Ja, es sieht jetzt so aus, als ob ich einen passenden Ort dafür suche. Ist eigentlich nicht wirklich der Fall. Aber warum nicht einfach mal hier mit hingehen? Sieht doch schick aus hier. Und dann gucken wir uns nochmal was Schönes aus. So. Hier haben wir etwas weiter unten. Digitale Trips. Gut. Hier haben wir ganz viel. Madness, Alone, Psychedelic und Spider Tank. Ich habe alles selber schon mal kurz anprobiert. Anprobiert, genau, wie ein T-Shirt. Oh Gott. Ausprobiert. Macht alles eigentlich ganz gut Fails. Oh, bei Psychedelic weiß ich nicht. Ich will euch das natürlich zeigen und auch wenig quatschen. Wir fangen am besten mal mit Spider Tank unten rechts an. Finde ich sehr interessant. Ist auf jeden Fall, wenn man mal so zwischendurch. Wum, und ab geht's. Bei Watch Dogs mal ein bisschen was anderes machen will. Super kleine Abwechslung. Alle Einheiten, Achtung, wir haben es mit einem äußerst ungewöhnlichen Militärfahrzeug zu tun. Seien Sie vorsichtig. Herzlich willkommen, da bin ich. So. Ja, ich bin schon Stufe 11. Wir kriegen jetzt gleich Aufträge. Vier Fahrzeuge ausschalten. So. Ich brauche dabei natürlich Energie. Wir springen einfach mal runter. Da ist ja nicht so viel los hier. Achtung, Schutzzeit! So, dann schnell wieder weg. Oh, ich habe schon wieder einen Skillpunkt erhalten. Mal sehen, was die nächste Mission wird. 12 Cops töten. Das sollte relativ einfach gehen. Wo haben wir sie denn? Einzelne Cops. Egal, wir machen einfach mal die Fahrzeuge mit platt. Sehr schön. So, 6 sind's noch. Können wir richtig, richtig schön Randale machen. Die nicht an dort wegrennen würden, die kleinen Spinnen. Ja, die geben natürlich ihr Bestes. Was soll ich dazu sagen? Mit dem Panzer bei euch platt! So, nochmal kurz wieder aus der Reichweite hier. Damit die mir nicht meine kleinen Spinnenärmchen ausreißen. Zwei Signalstationen zerstören. 205 und 191. Gehen wir erstmal dahin. Das Ding ist außer Kontrolle. Das Ding ist außer Kontrolle. Der kommt von der Seite. Ich habe natürlich schon ein paar Extras freigeschaltet. Deswegen kann ich schon ein bisschen öfter springen und schießen, wie auch immer, hat natürlich etwas mehr Möglichkeiten. Ab. Nochmal kaputt machen. Halten Sie den Panzerwagen aus. Dann ist er. Hey.
jetzt einfach. Ich habe jetzt gerade meinen Energieverbrauch, wie ihr gerade seht. Ich habe natürlich auch Raketen. Die hebe ich mir meistens immer noch ein bisschen auf. 18 Cops. Es ist eigentlich natürlich jetzt ein bisschen leichtsinnig, hier die ganze Zeit auf der Straße rumzurennen. Eigentlich ist es besser. Das Team-Integrität 75%. Ja. Eigentlich ist es besser, jetzt hier oben auf dem Dach rumzuklettern und die natürlich von oben auszuschalten. Ganz ehrlich sagen. Jetzt haben wir mal eben kurz die Raketen. Kacke hier. Warte mal, halt. Kakeli. Noch 3 Cops. Da unten haben wir bestimmt ein paar. Ich gebe euch Deckung! Kurz ein paar Extras einsammeln. Wieder verpissen. Verdächtiger vor Ort, wir sehen ihn. Ja, kommt schon. Okay, das ist jetzt natürlich alles so ein bisschen. Ja. Ich würde sagen, das ist jetzt wirklich mal ein terroristischer Akt. Das ist ja nur für zwischendurch und nur ein kleines Cyberspiel. Also das machen wir gerade nicht wirklich in Chicago. Meine Unschuldigen umbringen und so, das überziehen wir einfach nicht. Aber da sind noch ein paar schöne Geschosse. Na komm, noch ein paar zerlegen von euch hier. Oh, ich habe den Auftrag jetzt gar nicht gesehen. Drei Signalstationen. Okay, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen bewegen. Energie habe ich jetzt gerade aufgebraucht. Okay, wir gehen jetzt mal außer Schussbahn hier. Los, so. Oh, das Ding ist kaputt. 200 noch was. Okay, den nehmen wir zuerst. Bam, das Ding hat Bums. So. Ich habe das auch noch nicht so lang gespielt. Also ich weiß nicht, inwieweit das immer weitergeht. Auf jeden Fall macht dieses kleine Spinnvieh echt Bock. Helikopter. Bist du mal. Hups her! Pumpebacke! Zerstören Sie den Zug. Müssen wir mal kurz ein bisschen in die Richtung. Nicht, dass wir den Zug verpassen. Hallo, mein Freund. Tut mir leid. Tut mir nicht, aber. Vierundzwanzig Cops. Ja, ach so, ich habe keine Dings mehr. Merke ich gerade. Oh, das ist jetzt mal schlecht. So.
mal ein paar Boosts ab. Ja, ich hab immer keinen Bock, immer wieder auf die Häuser hochzukrabbeln. Ich muss dann immer ein bisschen verzeihen, aber ich krieg die auch so tot. Ein noch. Na, wo bist du? Freiwilligsopfer? Boah, komm her jetzt hier. Sack. Auf mich festgemacht! Jetzt geht's mal nach oben, jetzt wird's blöd langsam. Zwei Fahrzeuge. Das ist ja nicht so toll. Eine Minute 16 dafür, also ein bisschen Zeitdruck. Nein! Ich bin einmal zurückgesprungen. So, ein Fahrzeug. Zwei. Drei. Vier. Neun. Sieben. Sechs. Hier. Na los! Jawohl. Okay, mal sehen, was jetzt kommt. Mal wieder aus der Richtung hier. Vier Signalstationen wieder. Okay, die haben wir irgendwie bei Fliegen mal eben schnell gemacht. Oh, Kacke. Renn vorwärts. Hoch da, komm. Ja, jetzt werden sie langsam nervig. So, wo ist das Ding? Ah, ist ja gut, Mensch. Vielleicht mal ein paar Energiepakete wieder finden. Das war nicht so der Sprung, den ich eigentlich machen wollte. Ah, regt doch nicht auf. Ich komme schon. Auch geschafft. Ich gebe euch Deckung. So, Panzerwagen kommt da. Nein. Wer fährt der denn? Energy Boost, komm! Mal kurz ihn mit 30 Kopf zünden. Merkt, die werden immer aggressiver. Und irgendwie erkenne ich die auch immer so schlecht. Die einzige, was mir hilft, ist die Kack-Minimap, Mann! Okay. Keine Mühe mehr dafür. Go! 14 Cops noch. Noch 2 Minuten Zeit dafür. Okay. Kopf. Komm
12 kommst du. Acht kommst noch. Oh, hier sind ein paar. Ich weiß nicht, was ich das. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Scheiß Heli, ne? Oh, 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 oh. Das war's. Puh, Leute. Er hat sich sogar etwas länger gezogen, als ich das eigentlich wollte gerade. Das ist auf jeden Fall Spider-Tank. Ja, neuer Rekord. Wie gesagt, ich hatte noch nicht so viel gespielt damit. Okay, jetzt habe ich natürlich 4 Skillpunkte. Jetzt kann ich natürlich gucken, auch wie selbst beim normalen Spiel, was genau ich machen möchte. So, die Eigenschaften habe ich schon voll ausgebaut. Jetzt kann ich halt noch die Waffen verbessern und so weiter. Genau, ich werde einmal die Titanpanzerung auf jeden Fall erstmal erweitern. Die finde ich wichtig. Und, ja, genau, hier. Das Notfallprotokoll auch noch. Ich finde, die Sachen sind mir irgendwo am wichtigsten als die Waffen. Die sind zwar schön, natürlich auch mehr Bums dann wahrscheinlich und kosten weniger. Aber länger durchzuhalten macht wesentlich mehr Bock. Oder finde ich sinnvoller. Was ihr da macht, ist natürlich euer Ding. So. Dann, gehen wir hier erstmal raus. Wollen wir erstmal aufwachen. Damit ich euch natürlich die anderen drei auch noch zeigen kann. Aufgewacht nach dem kleinen Trip. So. Da sind wir auch wieder. Starten wir gleich mal mit dem nächsten Trip durch. Es gibt natürlich auch noch diese Cash Run Challenges. Die zeige ich euch aber beim anderen Mal. Wir machen erstmal die digitalen Trips in dieser Folge. Das ist auf jeden Fall interessant. Okay, das geht, glaube ich, relativ fix. Da brauche ich auch nicht lange was zeigen. Psychedelik. Spielen wir einfach mal. Ich komme da überhaupt nicht so klar. Also, ihr werdet gleich sehen, wieso ich da vielleicht nicht klarkomme. Genau. Und auf geht's. Boah. So, ich muss jetzt hier auf die Dinger fliegen. Boah. Boah. Seht ihr das? Boah, ich schaffe so ein Scheiß mit den Blumen hier. Oh Gott. Ja, ja, ja. Boah. Ich sag, ich weiß ja nicht, was ihr da so an Rekorden schafft, aber. Boah. Habe ich jetzt Glück gehabt, dass sich das Ding geöffnet hat hier? Boah. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ich gleich abkacke. Ah. Okay. Ne? Das war Psychedelik. Oh. Was denn jetzt? Habe ich einen Checkpoint? Ich habe Checkpoint erreicht. Jawohl, Leute, es geht weiter, ich sag's euch. Ich finde die Musik ganz lustig. Aber ich glaube, jetzt komme ich gleich nicht weiter. Doch. Ach, ich treffe die doch nur noch. Was jetzt? Was jetzt? Frühblüher beendet. Cool. Ja, ich hab's geschafft. Sehr geil. So, wir wollen jetzt auch mal natürlich weitermachen. Und das nächste Minigame ausprobieren. Natürlich soll die Folge ja wieder auch nicht zu extrem lang werden. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Comments, ob ihr die langen Videos bevorzugt, dafür dann aber eher wenig Videos unter der Woche, vielleicht so ein Video,
was dann wirklich eine Stunde geht. Oder aber auf jeden Fall definitiv garantiert 2 Videos bis 3. Wenn ich nur eine halbe Stunde abdrehe, circa. Ne, ich versuche das halt natürlich so ein bisschen meinen Abonnenten natürlich gerecht zu machen, gerade wie viel Bock ihr habt im Endeffekt, welche Länge von den Videos euch anzugucken. Weil eine Stunde doch, was ich mir ab und zu schon anhören muss, dass es doch etwas happig ist, was ich auch voll nachvollziehen kann. Eine Stunde ist echt schon, da könnte man sich in der Zeit auch einen Film angucken. Ne? Meistens sind die Videos bloß für zwischendurch genug gestankt. Ganz schön, halt jetzt die Klappe. Wir wollen Lone spielen. Das, erfordert ein wenig mehr Konzentration. Ich werde jetzt mal Spiel fortsetzen machen, weil ich nicht ganz genau weiß, wo ich da jetzt aufgehört habe zuletzt. Ich wüsste auch nicht, dass ich da viel gemacht habe. Auf jeden Fall ist das ja hier mit diesen... Mit diesen doofen Zombies, wenn man so möchte. Ach so, okay, stimmt. Man arbeitet sich ja hier etwas frei von den Gebieten. Und da, wo Licht ist, sind halt diese Monster an sich nicht. Das habe ich jetzt zuletzt hier wohl irgendwie freigeschaltet. Aber auch eher schlecht als recht. Hier ist natürlich alles menschenleer. Ich nehme mir mal ein Auto. So kommen wir natürlich schneller zum nächsten Punkt. Und auch wenn ich weiß, ich kann kein Auto fahren. Oh oh, ich glaube, hier kommt der Schatten. Ja, hier kommt der Schatten. Also müssen wir jetzt gleich schon vorsichtig sein. So, wir haben eine EMP-Kanone. Ja, hier müssen wir vorsichtig sein. Okay, ich würde die jetzt gerne geräuschlos austauchen. Schalten. Den auch noch. Okay. Oh, oh. Der sieht uns da hinten. Ja, es kommt immer wieder neue von den Viechern. Wir müssen uns etwas weiter in den Kern reinbewegen. Wir können natürlich die ausschalten oder wir schleichen uns ein bisschen dran vorbei. Whoops. Schnell, bevor er uns noch verrät. Ist alles nicht so einfach hier. Die tauchen irgendwie immer in den besten Positionen auf. Scheiße. Jetzt beleuchten die sich da schon gegenseitig. Aber jetzt haben wir, glaube ich, gerade kurz so ein bisschen Luft. Wenn man so will. Okay, die drehen mir jetzt gerade den Rücken zu. Das ist super. Jetzt kann ich da kurz hingehen. Gut, gehackt. Das ist jetzt im Endeffekt so mit der Sinn des Spiels. Ihr seht jetzt so Zell. Natürlich würde ich andere Punkte kriegen, wenn ich jetzt noch ein paar mehr ausschalten würde und so weiter. Ja. Macht sicherlich auch Bock. Auf jeden Fall auch geile Abwechslung. Ich habe hier auch beim Skillbomb erstmal die Wertigkeit gelegt, diese Türme schnell zu hacken. Weil das dauert sonst echt ewig und in der Zeit, machen die euch echt schon fertig. Ich gucke jetzt nochmal, Hacks. Schnelle Berechnungen, Verbesserungen, Generatoren schneller zu hacken. So, das hatten wir den ersten Punkt. Das ist der zweite, den werde ich wieder akzeptieren, damit es dann einfach mal schnell geht. Könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Ich finde das erstmal am wichtigsten.
weil wenn ihr euch wirklich leise bewegt und so ein bisschen wie bei Splinter Cell, ein bisschen vorsichtig agiert, dann geht das eigentlich auch recht einfach. So, wir wachen wieder auf. Ja, ja, geht verloren, ist ja schon abgespeichert. So, dann nehmen wir jetzt natürlich noch das letzte Minispielchen. So. Gut. Tipp, tipp. Ah, jetzt habe ich das wieder weggeschaltet. Bip. So, einmal Madness. Das ist schon wieder etwas plump. Für jeden, der gerne ein bisschen rumfährt. Auf jeden Fall mit das Richtige. Und hier darf man, anders als sonst, in Watch Dogs, und da soll man, die Leute umfahren. Ne? Diese gelben, weißen, blauen Dämonen. Jetzt bist du endgültig abgedreht, mein Freund. Dir oh ja, yeah. Oh ja. Yeah. Du glaubst, du bist besser als ich. Weiß es dir. So, ihr seht jetzt schon die Ziele. Blaues. Ah, die bringen gleich mehr Punkte. Guck mal an. Ja, wir sollen jetzt noch ein paar Seelen ernten. Na, fahren wir alles auf Zeit hier natürlich. So, das haben wir jetzt geschafft. Das war noch einfach. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wofür genau meine Attacke war. Okay, genau. Diese Spiralen habe ich ausgewählt. Genau, wenn ich dicht dran vorbeifahre, werden die mitgerissen. So, komm, 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 komm. Ja, dafür muss ich natürlich wahrscheinlich auch diese Seelenkraft aufladen. Ich weiß es noch nicht genau. Wir probieren das einfach mal zusammen. Ja, ich verbrenne das jetzt. Und dann kann ich es auch wieder ausschalten. Okay. Gut. Mein Dämonenfahrzeug sind Wände leider trotzdem immer noch undurchdringbar. Ja, okay, wir fahren jetzt hier lang. Viel Zeit haben wir nämlich nicht mehr. Diese Bäume, ne? Das sind übrigens alles anscheinend tote Cops, ne? So. Oh, ich weicht überall gegen. Junge, das kannst du keinem erzählen. Jetzt habe ich kaum noch Zeit. Das wird wahrscheinlich ein Rotes zeigen. Na komm schon, komm schon. Todesserie soll ich machen. Das ist doch scheiße. Scheiße, das schaffe ich nicht. Nicht in der vorgegebenen Zeit. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Nein. Ist langsamer als der Pierce, den ich kenne. Ja. Langsamer als der Pierce, den ich kenne. Gut. Das war jetzt natürlich ein kleiner Arschgriff. Aber ja, neuer Rekord. Ich bin so schlecht, Leute. Gut. Wählen wir uns noch was aus. Was haben wir denn hier für Kräfte? Das ist mit dieser seitlichen Klinge. Ne? Hier gibt es interessante... Genau, Seelenknall abzufeuern, das war mit E, das habe ich jetzt... Oh ne, das ist das Falsche. Ups, 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 ups. Das wollte ich gar nicht. Genau, das ist für diese Eruption. Genau, Seelenscheren. Ja, verringert den Verbrauch. Das ist so doof. Ich will so ein richtig fettes Ding. Seelenknall. Ich benutze einfach mal den Seelenknall. Gott. Einen haben wir. Ich würde sagen... Da das jetzt gerade zu schnell war, probieren wir das einfach nochmal aus. Und ich fahre diesmal besser. Ich wollte es gerade versprechen, aber ich kann das nicht versprechen. Es tut mir leid. Oh, ich habe noch nicht genug Energie für Seelenknall. Das wird ein Riesenhaufen Spaß. Oh. Jetzt habe ich auch mal den Ding gedrückt. Na komm,
Nein, 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 nein. Oh Gott. Darfst du keinem erzählen. Ja, die rennen auch hier auf der Außenstraße irgendwie nicht so in den Massen rum, wie ich das eigentlich gerne hätte jetzt, ne? Okay, das war jetzt wieder das Einfache. Ein bisschen angeben ist okay. Da jetzt haben wir ein bisschen was für den Seelenknall. Jawohl. Der gefällt mir doch schon. Das ist also eine Fontäne nach vorne weg. Todesserie wieder. Komm schon. Ein noch. Jawohl, haben wir. Okay, nur ernten. Ernten geht immer einfach. Eigentlich. Da haben wir nämlich wieder welche. Ja, rennt ruhig weg. Schauen wir noch. Du glaubst, du bist besser als ich? Ein bisschen. Und was jetzt? Ja, ich fahre. Achso, ich habe jetzt Zeit, eine gewisse Strecke zurückzulegen. Na komm, ein bisschen ist noch. Ein bisschen ist noch. Ernten Sie 17. Okay. 54 Sekunden nur. Natürlich doof jetzt. Da komme ich gerade, das war jetzt ein bisschen blöd. Egal. Okay, auch wieder ein Erfolg. Werden sie die Kopf los. Oh, das habe ich das eine Mal schon gehabt. Das ist nicht so einfach. Weil ich hier, weil ich meine normalen Sachen eigentlich nicht so mit nutzen kann. So, jetzt habe ich wieder eine bestimmte Zeit dafür. Werde ich die Cops los? Jetzt muss ich überlegen. Komme ich hier irgendwie von der Schnellstraße wieder runter? Ja, da unten denke ich. Ja. Wie geschafft. Also einfach nur etwas länger wegfahren. Ich habe eigentlich gedacht, das ist jetzt schwieriger. Oh, noch 6. Komm, 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 komm. Okay, auch wieder geschafft. Todesserie 11. Das wird jetzt doof. Muss ich da jetzt eine Todesserie hinlegen? 11 Stück. Na gut. Ich denke, wir sind im. Oh. Alter, hier kann man ja nicht durchfahren. Gibt es denn hier irgendwo eine Strecke, Leute, wo ich 11 von euch mal eben schnell killen kann? Das war es gewesen eigentlich. Ja. Okay, lassen wir das. Gucken wir uns einfach mal das kleine Karchen an.
Ist auf jeden Fall ein schickes Ding. Da wäre die Serie gewesen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall ganz schick gemacht, ne? Echt nicht schlecht. Komm schon, Mann, warum so lahmarschig? Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Überspringen wir das. Jetzt wachen wir auf. So. Das war denn auch dieses kleine Let's Show, so ungefähr, von diesen kleinen Minispielchen. Nächstes Mal geht es dann wieder ganz normal weiter und dann schauen wir, was Aiden Pierce dann wieder machen kann, um seine Lena so ein bisschen zu rächen oder sich an diesen scheiß Typen zu rächen, die im Endeffekt für ihren Tod verantwortlich sind. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an diesen kleinen Minispielchen, so wie ich gerade. Ansonsten wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Gunshot.